Wir haben auch einen Wechsel hier auf dem Sofa erlebt, denn Wolfgang Warnecke ist zu mir gekommen, Chief Scientist Mobility bei Shell. Er ist sozusagen derjenige, der uns in der Zukunft sagen wird, wie wir denn uns fortzubewegen haben und versucht, dementsprechend das alles zu entwickeln als Wissenschaftler. Hallo Wolfgang. Hallo, schön hier zu sein. Wolfgang, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema in mir und als ich davon das erste Mal gehört habe, war ich wirklich sehr begeistert und war aber auf der anderen Seite auch sehr, ich möchte fast sagen, fragwürdig. Habe ich so gedacht, wie soll denn das bitte schon funktionieren? AI Challenges, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, das soll ab diesem Wochenende und dann auch zum nächsten Jahr, zur Saison 2019, speziell zum 24-Stunden-Rennen hier in der Autostadt Wolfsburg, obwohl es wäre ja auch ganz schön, wenn das deine Autostadt wäre, Wolfgang, soll es ein sehr interessantes Thema werden. Wir wollen ein komplett eigenständiges fahrendes Auto ohne einen menschlichen Fahrer auf die Strecke bringen. Was steht da Ganze dahinter? Ich glaube, die Idee bei RCCO ist natürlich zu versuchen, die Mobilität von der Straße schon vorherzusehen, zu duplizieren und hier Dinge nach vorne zu bringen. Und wenn wir uns nur mal die Straßenautos ansehen, die neuen Sensoren und die Digitalisierung, die es ermöglicht, diese Fahrassistenzsysteme, die wir heute haben, Beispiel rückwärts automatisch einparken oder diesen Lane Assistant, dass man wirklich auf der Fahrspur bleibt und all solche Dinge, die kommen einfach im Großen und die versuchen wir natürlich hier im Kleinen einfach mit in der Automobilindustrie gemeinsam schon vorherzusehen. Das heißt, wir werden versuchen, den Mensch immer weniger herauszunehmen, ob auf dem großen Auto, auf der Straße, als auch das natürlich vorherzusehen hier zum Beispiel auf der Slotcar-Bahn. Das heißt, anstatt uns am Drücker zu haben und die Geschwindigkeit zu steuern, werden wir versuchen, durch die künstliche Intelligenz das Auto selbst fahren zu lassen und werden dann gegen den Menschen antreten und werden schauen, wer nun dann deutlich besser ist. Du bist auch ein Slot-Racer, du bist auch ein Fahrer, du fährst sehr, sehr gern und schon sehr lange bist du als Slot-Racer unterwegs. Hat man dann am Ende des Tages so ein ganz kleines bisschen Angst, wie ein Schachspieler, der Angst hat, gegen einen Schachcomputer zu spielen, dass man eventuell verlieren könnte gegen die künstliche Intelligenz? Ja, das ist sicherlich ein ganz deutliches Thema, aber ich glaube, wir müssen uns mit dem auseinandersetzen und hat ja auch viele positive Eigenschaften. Wenn wir zum Beispiel uns vorstellen, nachher im Großen älter zu werden, die Sinne sind nicht mehr so gut, schneller Verkehr und so weiter, schlechtes Wetter und die ganzen Assistenzsysteme, also die künstliche Intelligenz, die uns jetzt schon hilft, deutlich sicherer, schneller, komfortabler, effizienter ans Ziel zu kommen, das ist natürlich schon ein guter Vorteil für den Menschen, bis hin nachher zum völlig autonomen Fahrzeug, also den sogenannten Robotcars, die wir sicherlich, wovon wir träumen, vielleicht mit Freunden ein Bier trinken zu gehen, nach Hause gefahren zu werden und so etwas natürlich zu duplizieren und hier schon in der Applikation zu sehen im Kleinen, das ist natürlich eine gute Idee und so versuchen wir auch gemeinsam mit der Automobilindustrie das schon mal zu entwickeln. Kann es eventuell auch sein, dass diese Begrifflichkeit AI oder künstliche Intelligenz so ein ganz kleines bisschen eigentlich schon längst in unser Leben Eingriff genommen hat und wir aber noch gar nicht das so benennen, weil, wie du es gerade eben gesagt hast, Lane Assistant einparken und so weiter. Mittlerweile sagt jeder irgendwie so, naja, wenn mein Auto das nicht hat, dann nehme ich das nicht und so weiter. Aber es ist eigentlich schon vorhanden und wir verstehen es bloß noch nicht so richtig als künstliche Intelligenz. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, unser ganzes Leben ist natürlich schon deutlich komfortabler geworden. Ob das der automatisierte Kühlschrank ist, ob es die Smart Home, also automatische Lichtsteuerung ist, ganz viele Dinge. Und natürlich im Fahrzeug genauso das, was du sagst, diese vielen kleinen Assistenzsysteme, die im Großen und Ganzen schon ganz viel helfen. Also eins der wichtigsten, glaube ich, für uns alle ist die automatisierte digitale Fahrstabilität. Also gerade im großen Motorsport ist das ja heute eine große Diskussion, wie viele von diesen Fahrstabilitätssystemen sollen eingesetzt werden und nicht. Und es gibt da einige, die sagen, naja, die richtigen Rennfahrer, die brauchen sowas nicht und fühlen das über einen Popometer, wie die Fahraktivität ist. Aber andererseits ist natürlich was ganz Wichtiges, das im Motorsport zu haben und vor allen Dingen dann diese Entwicklung aus dem Motorsport zu übertragen auf die Straße. Und das versuchen wir heute hier genauso zu machen in Zukunft und möchten gern das forcieren und fördern. Gerade mit jungen Leuten, vielen Studenten, Universitäten, also mal ein neues Denken hier reinzubekommen und das alte Slot Racing, das so
wie ich das auch schon seit Jahrzehnten eigentlich mache, mal ein bisschen zu challengen durch die künstliche Intelligenz. Und natürlich ist das eine Frage, diese Vision, wann ist es so, dass künstliche, dass Maschinen das Denken übernehmen und vor allen Dingen Maschinen, noch bessere Maschinen entwickeln, sodass womöglich mit dem potenziellen Risiko ist, der Mensch an die Seite gedrängt wird und in einer Horrorvision dann die Maschinen sozusagen das Leben übernehmen. Ich glaube aber nicht, dass wir dahin kommen, sondern dass wir versuchen müssen, einfach den Nutzen dieser künstlichen Intelligenz für uns als Menschheit positiv zu nutzen. Positiv zu nutzen, nämlich auch für die Slotcar-Familie, die sich hier sozusagen an diesem Wochenende in der Autostadt in Wolfsburg trifft und 24 Stunden Rennen fährt. Wann würdest du jetzt von deiner persönlichen Einschätzung sagen, ab dem Zeitpunkt läuft so ein Robotcar auf der Slotcar-Bahn wirklich rennmäßig vernünftig? Maximal 5 Jahre, weil ich das Gleiche glaube, dass wir auch in maximal 5 Jahren die ersten vollautonomen, also Level 5 nennen wir das, Fahrzeuge auf der Straße sehen werden. Das ist heute schon technisch fast möglich und wir werden es in Zukunft sehen. In abgegrenzten Gegenden, also Strecken, ist es heute schon sehr gut. Das Problem ist einfach nicht nur, dass das Fahrzeug sich alleine zurechtfindet auf der Straße, sondern unvorhergesehene Ereignisse zu erkennen. Auch hier auf der Strecke, wenn ein Fahrzeug alleine fahren würde, ist es relativ einfach. Aber ein Fahrzeug mit anderen fahren zu lassen und zum Beispiel einen Unfall zu haben, dass ein Fahrzeug rausfällt und dann diese, wir nennen das Car-to-Car-Kommunikation zu ermöglichen, das ist, glaube ich, der größte Challenge. Und trotzdem glaube ich, dass in weniger als 5 Jahren wir das sehen werden und freue mich schon, gegen eine Maschine zu fahren. Spielst du auch Schach? Ja, früher, ganz viel sogar. Bin, glaube ich, sehr analytisch, manchmal auch sehr emotional und das macht natürlich Spaß, hier mit schon den Freunden und Kollegen gemeinsam im Team zu fahren und natürlich auch super mit solchen Leuten wie Frank Bieler, Mike Rockenfeller und Co. Fahren zu können, die auch im Großen einfach unheimlich gut sind und bin jedes Mal erstaunt, wenn wirklich Profi-Motorsportler auf die Strecke kommen, wie schnell die dann das wirklich erfassen und wie gut die das umsetzen können vom Großen aufs Kleine. Also man braucht am Ende des Tages eigentlich nur einen computergesteuerten Popometer von Mike Rockenfeller oder Frank Bieler irgendwie und dann werden wir das auf jeden Fall hinbekommen. Eins noch irgendwie, ich habe selten erlebt, irgendwie, dass jemand so klar und definiert irgendwie erklären kann, irgendwie, was man eigentlich vorhat. Die Challenge ist eröffnet, Artificial Intelligence ist eröffnet und wir fangen 2019 damit an. Vielen Dank, Wolfgang Warnecke. Gerne, gerne. Chassis. Ach, ganz genau, das Chassis. Wir haben das Chassis jetzt nochmal im Blick. Das sind die ersten, eine weitere Premiere. Man muss wirklich sagen, wir haben an diesem Wochenende wirklich sehr viele Premieren. Wir haben die ersten Entwürfe eines Chassis für ein AI-Car hier gerade eben sehen können. Wir zeigen sie jetzt nochmal. Und es wird von der RCCO entwickelt, von verschiedenen Fahrern, von verschiedenen Entwicklern. Und was würdest du sagen? Wann steigen die ersten Werke ein und sagen, so, Mensch Jungs, das macht ihr aber richtig gut, da wollen wir mal mitmachen. Naja, glücklicherweise haben wir ganz viele Unterstützung aus der Automobilindustrie. Ob das der Volkswagen-Konzern ist, Audi, Schaeffler, ganz viele weitere, wir bei Shell sind da aktiv bei. Und natürlich ist einfach die Idee, dass wir helfen können, auch schon mal im Kleinen und für uns den Challenge zu geben, wie sehen die Fahrzeuge von morgen oder übermorgen aus? Und da sind einige von uns, die dort sehr stark involviert sind im täglichen Leben und versuchen schon das vorherzunehmen, wie unsere zukünftigen PKWs aussehen. Ein zukünftiger PKW wird im Wesentlichen ein sogenannte Sandwich-Bauweise haben, wie ein eine flache Skateboard-Platte mit einer Achse vorne und hinten, dann vielleicht 2 Antriebsmotoren, entweder eine Vorderachse, Hinterachse, eventuell sogar Radnabenmotoren an allen 4 Rädern und in der Mitte wird sich eine Plattform befinden und diese Plattform kann man sehr modular aufbauen. Genau das haben wir jetzt vorhergesehen und haben versucht, das umzusetzen, haben also eine zentrale Struktur mit einem Skelett aus einem Kohlefaser geprinteten Chassis, ganz neue Technologie, wird also gedruckt mit Kohlefasern und nicht mehr gebacken und geklebt in einem Monocoque. Dann haben wir derzeit noch vorgesehen einen zentralen Elektromotor, aber mit der Idee, diesen eventuell auch auf 2, vielleicht sogar auf 4 Elektromotoren pro Rad zu applizieren. Das hat den Vorteil, dass man hinterher sogar mit der Elektronik über unterschiedliche Drehmomentsteuerung
der einzelnen Motoren das Fahrverhalten des Fahrzeugs ändern kann. Also wenn man den radäußeren Motor zum Beispiel ein höheres Moment oder Drehzahl gibt, würde sich das automatisch das Fahrzeug in die Kurve drehen. In der Mitte, wie auch in den heutigen batterieelektrischen Fahrzeugen, die kommen, mit sehr tiefem Schwerpunkt, dann das Batteriezellpack zu haben. Parallel dazu aber kleine Module, die zum Beispiel die Elektronik beherbergen, wie zum Beispiel hier das Lap-Timing, also die Rundenzeiten, vielleicht sogar Sensorik wie Online-Kamera-Übertragung, sodass wir einzelne Module haben mit einem sehr leichten, stabilen Chassis, was aber mit sogar neuer Federung an der Vorderachse auch die gefederten Massen reduziert, was sehr steif ist, sehr stabil ist und vor allen Dingen modular aufgebaut werden kann, sodass vielleicht auch weniger Fehlerquellen hineinkommen und auch die Wettbewerbsfähigkeit besser da ist, da wirklich im Prinzip jedes Fahrzeug das gleiche ist und wir über Plug and Play auch weitere Innovationen dann in das Fahrzeug bringen können. Also das, was auf der Straße heute schon angedacht wird, wollen wir in RCCO schon umsetzen und freue mich hier mit dem inneren Kern genau sowas entwickeln zu können. Interessant wird auch der Umstand sein, dass es so wie wir ja jetzt gerade fahren, 1:1 Autos auf 1:24 runtergerechnet werden und jetzt wird es genau umgekehrt sein, 1:24 auf 1:1. Auf jeden Fall eine sehr spannende Zukunft für die RCCO und natürlich auch für diese AI-Challenge, die sozusagen mit diesem Moment eröffnet worden ist. Und ich freue mich drauf, ein ganz kleines bisschen ein Teil dieser ganzen Geschichte zu sein. Vielen Dank, Wolfgang Warnecke. Super Sache, danke. Tja, meine Damen und Herren, das war sicherlich sehr, sehr interessant und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich immer wieder begeistert, irgendwie so Wolfgang Warnecke zuzuhören, weil er mit sehr viel Emotion, mit sehr viel unfassbarem Fachwissen das alles sehr, sehr gut erklärt und ich bin gespannt, 2019 hier wieder in der Autostadt in Wolfsburg werden wir das 24-Stunden-Rennen 2019 absolvieren. Datum steht noch nicht ganz fest, aber nichtsdestotrotz, wir werden hier wieder erscheinen und wir werden wieder unser Rennen hier fahren irgendwie und dann werden wir sehen. Wird das erste Robocar gegen die wirklich guten Slotcar-Fahrer hier auf der Strecke, auf der Slotfire-Strecke fahren oder aber werden sie sogar geschlagen davon?